Keep this going. You're doing exactly what you need to do. So, wir haben hier überall Platz Nummer 1. Das heißt, wir können hier in die Championship hinein. So, was haben wir hier? Paris, Miami, Dubai, Barcelona, Chicago. Alles so Städterennen eher. Okay. So. Natürlich. Was können wir da alles auswählen? Da können wir alle auswählen, wo wir in der letzten Season bekommen haben. Wir bleiben aber natürlich beim Bugatti. Paris is narrow and full of aggressive hairpins. Make every move count. So, Rennen Nummer 1. Zwei Runden. Ganz normales Rennen. Ich weiß es gar nicht. So, einmal hier durchschlängeln. Ich weiß gar nicht, sind das jetzt alles normale Rennen oder kommt doch mal was Spezielles oder so? Glaube jetzt nicht. Ich glaube wirklich nur Rennen, oder? Ist nicht, dass hier noch irgendwie so ein Drift kommt oder so. So, Alter. Wie der wackelt, ey. Abartig. So, wir sind Platz Nummer 5. Platz Nummer 4. Platz Nummer 4, hallo? Überhole ja nicht. Gibt's ja gar nicht. Ach, Alter, ich kriege hier schon ein Stück auf. Volles Handicap. Jo, den haben wir wirklich schön überholt. Muss ich wirklich sagen. Schön dran vorbei. Boah, der da. Ja, der da auch. Der ist in uns Rad reingefahren. Wir haben ihn überholt und dann ist er bei uns rein. Das habe ich genau gesehen. So, mal hier ein schöner Drift um die Kurve. Was macht denn der da? Hat irgendwie so nach links angetäuscht. Ich wollte dann auch nach links fahren und dann gesehen, hier geht's nach rechts. So, was ist vorbei? Dankeschön. Der linke Kotflügel, der fliegt immer weg. Ich kann ihn nie behalten, ey. Ich verliere den immer. Gibt's gar nicht. Das gibt's wirklich nicht. So, einmal an der Bande entlang. Die will natürlich auch immer ein bisschen Zuneigung. Sonst fühlt sie sich ja ganz alleine. Die Arme. Das arme Bändchen. Ich kann ein Freundschaftsbändchen. Oh, voll das blöde Wortspiel, ey. So, ja, nochmal eine Runde. Einmal schön halten. Und wir haben sogar mal Musik dabei. Ist auch ein bisschen wenig vorkommt hier in dem Spiel. So, wo kommt es hier nochmal? Ah, hier kommt es. Ein bisschen aufpassen müssen, wo man nicht in die Mitte fahren darf. Ja, sonst knallt man gegen eine Wand. So, ja, come on. Ich denke schon, es sollte nicht hier allzu schwer sein zu schaffen. So, vor allem hier immer, ist hier immer im Hintergrund ein Feuerwerk. Andauernd. Hoppala. Hier zu sehr von dem Feuerwerk. Kommt es wieder im Flashback? Guck mal, das kommt gar nichts. Im Flashback kommt das Feuerwerk nicht mehr. Ah, jetzt wieder. So, wir sollten ja eigentlich auch nicht hier aufs Feuerwerk schauen, sondern auf die Rennstrecke. Obwohl das ja schon eigentlich alles immer geil aussieht. 5 Sekunden, sehr schön. Wow, sorry. So, über die Hälfte haben wir schon. So, diesmal bleiben wir hier innen, also auf der rechten Seite. Dann haben wir hier die Kurve nicht so richtig. Doch, oh, ein bisschen. Oh, doch, oh. Ja, wenn ich es jetzt gerade so sehe. Ja, egal. Ist es, glaube ich, doch besser, wenn man von links kommt. Habe ich jetzt, glaube ich, das Gefühl gehabt. So, wo ist denn hier das Ziel? Müsste gleich kommen. Hier. Und nochmal ein schönes Feuerwerk.
überall. So, Rennen Nummer 1 haben wir schon mal hinter uns. You're leading the pack. Don't relax, though. Everyone... Keep an eye out for split routes. We don't want to end up in the barriers. So, das Rennen Nummer 2, hier auch wieder überall Feuerwerk. Haben wir schon ja im Intro gesehen. So, fahren wir diesmal andersrum, kann es sein? So, ja, hier, der da. Wir haben so ein bisschen gedreht. Jo, ich schlänge mich hier durch. So, einmal hier, oh, schön rein. Ich habe gedacht, ich fahre ein bisschen in den Pagani rein. Aber das war doch nicht so. So, in die Kurve. So, der hier, Königseck, geh mal weg. So, und das Ganze hier drei Runden. Auch ein bisschen eine längere Strecke dann. Wenn wir noch nicht eine Runde fertig haben. Denn seine Rennlinie ist eh zum Kotzen. Meine eigene, meine bessere. Obwohl, ja, eigentlich ist sie nicht besser, aber egal. So, der bremst auch ein bisschen komisch. Eigentlich können wir fast nur eine Runde fahren. Sicher Platz Nummer 2. Voll aufgeholt. Zwei Runden würden eigentlich reichen. Die dritte Runde wird dann, glaube ich, auch ein bisschen langweiliger. Aber erstmal sollten wir hier den Bruno überholen. Also die Strecke zieht sich schon ein bisschen. Aber der fährt gerade richtig gut eigentlich. Muss ich nicht beklagen. Sorry. Ja, was war schon jetzt von Rotz zusammen? So, das war jetzt eigentlich wirklich keine Absicht. Er ist nicht gedacht, dass er so früh bremst. Dafür kann ich nichts, wenn er schon hier 10 Kilometer vor der Kurve bremst. So, hoppala. So, also, hey, die zieht sich so. Guck an, und hier, wo ist hier Startziel? Aber dann kommt nochmal eine Kurve, nochmal eine Kurve, nochmal eine Kurve, und da endlich kommt sie. That's the fastest lap this race. So, ja, schnellste Runde. Ja, super. In der ersten Runde sind wir ja auch aus dem Stand raus gestartet. In der zweiten Runde dann nicht mehr. Sie haben mit 200 über die Startlinie rüber. Ist natürlich dann klar, dass wir da eigentlich besser sind. So, aber wir haben es gleich. Nicht mehr lange. Obwohl die Strecke doch ein bisschen lang ist. So, wo kommt nochmal die Streckenteilung? Einmal hier. Hat man das so erwähnt, hatte ich schon ein bisschen länger im Kopf und dann sage ich es einmal, dann kommt sie schon. So, wann kommt der nächste Crash? Oh, gar nicht. Oh, geil. Schon erwartet, dass da jetzt einer kommt. Ich provoziere es auch noch richtig mit Würfels und so. Ja, wir fahren ja auch eine gute Linie. Oh, da war ein Crash. Ich hab's doch gesagt. Okay, ist bei mir wirklich nicht schwer, einen Crash vorauszusagen. So, noch drei Rennen. Dann sind wir hier Champion von der Season 5. Really strong performance out there. You're currently first in the event standings. Ja, aber 8 Punkte voraus ist jetzt eigentlich nicht so viel, dass man sich zurücklehnen kann.
here, but there's hardly an inch of track that's dead straight. So, hier nur zwei Runden diesmal. Keine drei. Stay alert, Sector 1. We've had some issues with the track there before. So, ja, wir machen mal ein bisschen langsamer. Muss nicht komplett durchcrashen. Mal schön durch. Come on, hallo. Ich bin auch noch hier. Und die gehen halt auch absolut nicht zur Seite oder so, wenn da einer kommt. Die fahren hier stur ihre Linie weiter. Schon ein bisschen übel. Aber ich komme da trotzdem vorbei. Alter. Boah, der hat den seine Bremslichter, sieht man auch kaum. Ist ja auch übel. So, hoppala. Kurz an der Nase gekratzt. Schon. Ja, was respektvoll hier. Die Billigkarten, wo hier rumfahren, die kann man auch kaputt machen, ey. Kostet mir noch 5 Euro. Meine natürlich 6 Euro, meine Karre. So, und wir sind Platz Nummer 3. Diesmal auch ohne Berührung oder so. So, also 1 und 2 sind aber noch ein bisschen weiter weg. Aber wir haben jetzt zum Glück auch ein bisschen hier Vorsprung. Also Vorsprung meine ich jetzt mit den 8 Punkten auf der Gesamttabelle. Aber das ist egal, wir den überholen jetzt. Erst mal 1-0 auch noch. Ich meine hier, oh, wow, ich wollte eigentlich auf die rechte Seite. Hab dann aber gesehen, das reicht nicht so ganz. So, wir haben noch eine Runde. Dann werden wir den ja wohl noch überholen können. So, Alter, der hebt ja ab. Der Bugatti. Ja, gleich eine Runde geflogen. Okay, Thomas. So. That's the lead. Now hold on to it. Tja, wenn man da nicht bremst, hoppala, wenn man da nicht bremst da unten und einfach in den Drift reingeht, dann kommt man um die Kurve halt auch viel schneller rum, mein Kollege, der jetzt auf Platz Nummer 2 ist. Und ich wette mal, ich kann die Position auch halten. Notfalls haben wir noch ein Flashback. Aber den brauchen wir es auch nicht. Weil hier an dem Fluss entlang ist schon ein bisschen übel. Ein bisschen kurvig und mit der schnellen Karre und so. Aber das kriegen wir schon noch hin. Jo, das wird schon noch was. Noch eine Kurve, da noch eine Kurve. Kommt schon die hier. So, ah, ich wollte sie. Ah, die wäre schon richtig schön gekommen, aber ein bisschen zu früh war's. So, hätte man noch sogar ein bisschen besser machen können. Aber ja. Egal, wir wollen ja nicht auf Schönheit fahren, sondern auf Position. Beziehungsweise auf Punkte. So, jetzt wollte ich nach rechts, aber war mal wieder viel zu schnell. So, dann halt wieder auf die linke Seite. Alter, schon wieder 5 Sekunden? Was geht denn da ab? Warum nur so viel? Schon komisch. Auf dem Ende rase ich immer davon. So, 14 Punkte voraus und noch 2 Rennen. Sollte doch machbar sein. There isn't much room to maneuver here, so don't get hemmed in. Good luck. Bruno Silva is on pole. He's got no one ahead of him. Try and put some pressure on him quickly. So, dem Bruno soll es zeigen. Aber natürlich. Oh, hallo! You'll make our team look like amateurs by being involved in a startline smash. Control it. So, zieht einfach nach links rüber. Ja, hallo, eng mich halt ein. So,
So, wir lassen die mal nach vorne. Wir haben eh drei Runden. Und wir haben ja auch immer noch mehr Vorsprung mit den Punkten. So, das war nur ein kleiner Rempler, das ist okay. Hallo, guck doch mal in den Rückspiegel, du Mongo. Fahrt da voll in meine Linie rein. So, jetzt aber hier löst sich das ein bisschen auf, hat noch ein bisschen mehr Platz. Und wie gesagt, die Bremsen wieder ein bisschen früh. So, rechts, links, rechts, links. Ja, keine Ahnung, nach rechts. Wir haben hier die enge Kurve. Das ist halt das Problem, müssen wir ein bisschen mehr bremsen. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber trotzdem wieder Platz 2. Wir sind hinterm Bruno her. Ja, das hast du schon mal gesagt. Wiederholst dich. So, da rast er rum. Und wir fahren gerade auch so ein bisschen. Alter. Das ist halt auch mies. Hier links, rechts, links. Hallo? Warum rutscht das plötzlich so? Gibt's ja gar nicht. Ja, chill mal eine Runde. Eigentlich müssen wir auch gar nicht unbedingt überholen. Alter, ey, das ist so scheiße, wenn die Bande so da den Knick da macht. Da kann man gar nicht so fest dagegen lenken, dass man da irgendwie noch was ausgleichen kann. Wie so ein Flummi prallt man da halt von Bande zu Bande. So, come on, Bruno. Ich muss dich nicht überholen. Ich will dich ja überholen. So schaut's aus. Und hier bremst du ein bisschen früh, Kollege. Wow, ich habe auch ein bisschen früh gebremst und viel. 5 Sekunden Vorsprung, Alter. Was geht denn da ab? Okay, Thomas. Let's keep that lead. Ja, ich probier's mal. Und wo wir gerade so scheiße gefahren sind, ich habe schon gedacht, der überholt mich gleich wieder. Aber er hat uns vorne gelassen. Der nette Junge. Alter, schon wieder. Gibt's ja nicht, mach immer denselben Fehler. So, come on. Klicken jetzt schon ein bisschen am Arsch. Vom Platz Nummer 3 und so, die sind ganz schön weit weg. Der ist schon vorher irgendwie gesagt 5 Sekunden, wo ich noch auf Platz 2 war. Also wird es hier richtig ein Duell hier zwischen den Besten. Oh, und ich bin mit dabei, unter den Besten. Hättet ihr jetzt nicht gedacht. Aber eigentlich bin ich auch nur dabei wegen den Flashbacks. Ohne die. Ja, würde ich hier schon an und hier in der Bande hängen. Ja, Alter, hier die Kurve. Eigentlich sollte ich da auf die linke Seite. Weil die rechte Seite ist da ein bisschen zu eng. Oh, fahren wir hier mal rüber. Alter, die Karre wird wieder aussehen, hey. So, guck mal, wir sind gleich im Ziel. Bruno ist noch ein bisschen weg. So, Türe auch mal wieder weg. Ich mag die Türe nicht. Kann mir gestohlen bleiben. Well done. You're leading the event. 18 Punkte. Das heißt, wir müssen Vorletzter sein. Oder Vorvorletzter. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. So, das letzte Rennen. Und wir können uns eigentlich zurücklehnen. So ein bisschen. So, oh, der. Hallo, hallo, war das hier die Rache?
obwohl es von jemand anders kam. Drei Runden. Alter, die sind so lahm, die letzten. Das gibt's nicht. Ich fahr den hier hinterher und mach hier einen Leerlauf rein. Das gibt's ja gar nicht. Einmal Gang raus und rollen lassen. Und überholen trotzdem noch so halb. So, okay. Hat noch so gepackt. Ich habe mir gedacht, ich bin viel zu schnell. So, wir sind schon bei der Hälfte. Okay. Bevor wir ganz hinten waren, haben wir rucki zucki aufgeholt. So, oh. Hätten doch noch einen Ticken mehr bremsen sollen. Dann wäre der Rempler auch weg gewesen. So, ja, hallo. Ja, schön vorbeigefahren mit einem Crash. Und schon Platz Nummer 4. Ja, das wird der Sieg in der Championship. Das sehe ich jetzt schon. Wir haben eh so viel Vorsprung. Aber die Strecke an sich sind wir groß noch nie gefahren. Also, natürlich schon gefahren, aber ich meine, gerade hier der Teil oder so, den habe ich noch nie gesehen. Den sind wir, glaube ich, wirklich noch nie gefahren. Vor allem ist die Strecke relativ lang auch wieder, um 3 Runden. Also, der hat sich nochmal leicht geändert und ist so ein neuer kleiner Bestandteil dazugekommen. So, wow. Muss ich mal so ein bisschen aufpassen, da Sachen auf der Strecke stehen. Ja, der Bruno mal wieder. Nur auf Platz 2. Ich würde mich interessieren, ob bei jedem Rennen oder bei jedem Spiel der Bruno im Audi fährt. Also wenn der Audi dann da ist. Oder ob das so ein Zufallsding ist. Dass bei anderen Leuten vielleicht der Bruno dann mit dem Bugatti fährt. Das weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. So, mich würde mal interessieren, wie Platz Nummer 1 so weit vorne ist. Müssen wir mal hier ein bisschen hinterher ziehen. So, ja, wir holen schon auf. Ja, an den kann man schon noch ran. Das ist schon der Königseck. Fährt er. So, Alter, das zieht sich aber auch übel, die Strecke. So, wow, das war ein bisschen weit. So, Hallöchen. So, nee. Okay, Thomas. Let's keep that lead. So, jetzt noch eine Runde. Als Erster. Mal ein bisschen hier die Karre kaputt machen. Oh, meine Heckstoßstange fliegt gleich weg. Meine Front ist schon weg. Alter, was? Warum bewegt es sich so? Die Ausfallfelgen runter. Das ist ja auch mal geil. Himmeln da rum. Alter, wie scheiße das aussieht. Aber voll egal. Ey, das lenkt mal voll ab, ich muss da mal hinschauen, die da rumhängen. Alter. Das sieht mal richtig kacke aus. So, vor allem, da kommt noch gar kein Rauch mehr aus, irgendwie Fehlzündungen oder so. Gar nichts mehr. Sind irgendwie total außer Betrieb. Die hängen die Runde ab, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, das war zu viel. Habe ich schon gemerkt. So, wo ist die Chili-Linie? Das dauert noch ein bisschen. 3 Viertel haben wir schon. Ja,
Auspuffrohre, die hängen noch rum. So, der Drift war jetzt eigentlich richtig schön. So, jetzt noch hier die eine Kurve und dann war's das. Jetzt hab ich nochmal einen Crash. Egal, wir sind weit genug voraus. Also, das ist aber auch mal geil, wie es die hier runterhängt. Gibt's ja gar nicht. So, wie viel Vorsprung haben wir? I'm not sure how you're gonna cope with your newfound celebrity status. Just remember your faithful engineer though. You did it, pal. Jo, wir haben auch sogar immer Platz 1 gemacht. Genau 100 Punkte. So, und das war das Let's Play zu Grid 2, was mich gerade ein bisschen gewundert hat. Das stand dran, Best Driver 2018. Also spielt das Spiel eigentlich 5 Jahre in der Zukunft, weil es kam ja 2013 raus. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, jetzt ist es vorbei und ja, man kann sagen, es war eigentlich so ganz okay. Also, ja, was kann man schlecht reden oder gut reden in dem Rennspiel? Es war ein gutes Rennspiel. Es war eigentlich so ein richtiger, ich finde es ein bisschen so ein Mischmasch. Es war eigentlich groß gar keine Action drin, wie bei Need for Speed oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, sag ich mal, so realistisch wie ein Forza oder so. Also es ist so ein bisschen so ausbalanciert. Man kann immer schön durch die Kurven driften oder auch gut fahren oder, ja, oder halt, man muss nicht so hier richtig wie in einer Simulation fahren. Also so, ist relativ ausgewogen. Und so an sich war es eigentlich sonst eigentlich ganz cool. Bis auf das, dass mal leicht ein kleiner Ruckel oder so mal drin war. Aber sonst an sich war es nicht schlecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ihr könnt ja weiter bei Forza 5 schauen. Das wird jetzt dann die nächste Zeit mein einziges Rennspielprojekt sein, weil das dauert noch ein bisschen. Und ich habe eigentlich schon lange was anderes noch geplant. Also an Rennspielen. Aber ich sag ganz ehrlich, das war so übel Need for Speed, Grid und Forza gleichzeitig. Das geht gar nicht. Das sind so unterschiedliche Rennspiele, also rein so vom Handling her, vom Fahrgefühl her, und deshalb werde ich mir jetzt ein bisschen mich mehr auf Forza fokussieren und dann danach wird, ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie lang es dauert, weil Forza wird noch ein bisschen länger dauern, deshalb weiß ich nämlich, was dann als nächstes kommt, ob ein neues kommt oder ein älteres, aber bis dahin würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten und Wiederschauen und reingehauen.